Eibis-Seminar, wie war's? Es war super. Tolle Frauen, eine tolle Zusammensetzung der Gruppe und vor allen Dingen ganz aktive Frauen, die alle mitgearbeitet haben und unglaublich engagiert waren. Was war das Beste inhaltlich? Also die vielen Anliegen. Ich habe Anliegen geschickt bekommen im Vorfeld, die zu bearbeiten gereicht hätte. Ja, ich weiß nicht, wir hätten einen Monat arbeiten können. Und wir haben so viele Anliegen bearbeitet und die waren so interessant von den Themen her, dass es Spaß gemacht hat, aber auch sehr lösungsorientiert gelaufen ist. Worum ging es zum Beispiel? Na, zum Beispiel sich durchzusetzen, Nein zu sagen, das Nein auch stehen zu lassen. Ja? Das heißt, wenn ich einmal Nein sage, meine ich auch Nein. Wir haben über Übergriffe oder an Übergriffen gearbeitet, die die eine oder andere Frau erlebt hat, bis hin zur Durchsetzung in einem Team, dass Frau ein Team um sich hat und möchte, dass dieses oder jenes erledigt wird. Ja, das Schönste wäre natürlich, in dieser Zusammensetzung noch einmal sich zu treffen, an dem Aufbauseminar zu arbeiten. Also was fehlt, was wir nicht bearbeiten konnten, war ganz klar das Thema Kleidung und Auftreten. Das nächste Thema ist Selbstmarketing. Das ist für mich, ja, tue Gutes und sprich darüber in deinen Netzwerken. Das ist das nächste Seminar, was dringend gemacht wird. Und ich habe schon ganz viele Frauen gehört, die sagen, und ich bin dabei. Vielen Dank, wir freuen uns drauf. Danke.